Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Ah ja, in der heutigen Folge wird so einiges passieren. Einmal gibt's den Blumentanz, der einmal im Jahr stattfindet. Und unsere Hochzeit von mir und Sophia findet heute statt. Beziehungsweise morgen. Heute ist erstmal der Blumentanz. Aber in der heutigen Folge, so. Ein Tag hat mir an. So, hier ist sonst nichts. Ja, die Bohnen. Bisschen was kriegen wir noch. Es wird ja alles wieder fast voll sein, ne? Wenn der nächste Monat ist. Oh, alte Frucht. Huch. Habe ich den Sprinkler aus Versehen weggemacht? Ja, es war wieder eine goldene. So. Ja, keine Ahnung, warum ich auf einmal den Sprinkler in der Hand hatte. Das weiß ich leider nicht. Es werden irgendwie... Sind es immer vier? Ich habe das Gefühl, es werden irgendwie immer einer mehr oder so. Ja, die da drüben, scheiß auf die. Keine Lust jetzt. Spaß. Spaß, ich kümmere mich um meine Tiere. War doch nicht ernst gemeint, Mann. Entspannt euch. Nicht, dass noch die wilde Veganerin kommt, ey. Die haben Onlyfans. Das ist auch so lächerlich, ey. An die veganen Sachen, von der kriegt man gefühlt nicht mehr mit, ne? Nur noch Onlyfans, ey. So, dankeschön. Zack. Zack. Gib her jetzt. Zack. Dankeschön. Sehr nett. Danke, danke. So, da unten ist da auch noch irgendwas, ne? Gut, Plätze. Komm her jetzt. Wir müssen ganz schnell was verkaufen gehen. Dann findet auch schon bald der Blumentanz statt. Das heißt, ich kann heute schon wieder nicht zu Clint Eastwood. Oder? Ich glaube, der ist heute wieder nicht erreichbar. Ist ja scheiße, ey. Ich komme einfach nicht dazu, meine Axt abzugeben. Hat man schon so viel Geld und kann man nichts damit anfangen. Doch scheiße. Der repariert auch jede Lampe. 50 Mal, ey. Braucht eine Woche, um eine Lampe zu reparieren. Schauen wir einfach mal. Vielleicht können wir ja doch. Wenn nicht, dann. Dann nicht. Willst du sterben, Clint? Ich habe ein Schwert. Hast du Bock auf einen Diamanten? Hier, ich schenke dir einen Diamanten. Das ist ein lustiges Geschenk. Lustig, Alter. Du bist auch lustig. Lustig, sagt er. Lustig, sagt er. Ich glaube, er ist dumm. Und er geht rein. Oh, 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 jawoll. Da bleibst du jetzt auch schön bis um 9, bis ich drin war. Nein, nein, nein! Nein! Okay, gut, es gibt auf jeden Fall nichts. Ah, ist das scheiße. Das ist echt scheiße, ey. Naja. Alter. Das ist ja ganz anders jetzt. Ach du Scheiße, was ist denn das? The air is sweet with the smell of flower. I wonder if anyone would mind if I took a few branches home. Hast du vor 2 Wochen beim Eiersuchen einige Erdbeersamen von Pierre Stand bekommen? Ja, ich hab die angebaut. Alter, was geht ab? Was, dass man da hin kann? Crazy. Das wurde ja übel erweitert. Krass. Maddie, Tanzen ist nur eine Verschwendung von Energie. Ich habe bessere Dinge zu tun. Oh, hi, ich tanze eigentlich nicht. Es sieht spaßig aus, aber ich kenne die Schritte nicht. Ich erinnere mich, als Lorenzo mich zum Tanzen gebeten hat. Der arme Kerl, er hat geschwitzt wie ein Wasserfall. Ich habe das Gefühl, dass Anton und Paula miteinander tanzen wollen.
Aber vielleicht sind sie zu schüchtern oder zu sehr in ihren eigenen Gedanken gefangen, um es zu sagen. Oh, was ich gebe würde, um jemanden zu haben, der mich zum Tanzen auffordert. Dies ist einer meiner Lieblingstage im Jahr. Es ist wunderbar, alle an einem Ort zu haben, aber es gibt etwas an diesem Festival, das ich schon immer geliebt habe. Der Tanz ist einfach, aber ich denke, das ist es, was ihn klassisch macht. Alter, ich kann nicht lesen, ey. Bang, sieht gut aus. Damn! Voller scheint in Gedanken versunken zu sein. Sie flüstert vor sich hin. Vielleicht sollte ich ihn zum Tanzen auffordern. Sollte ich? Sollte es nicht, oder? Es bereitet mir Kopfschmerzen. Mein Gott, was willst du denn jetzt? Dummkleiner zu liegen. Ja, verpiss dich. Ich überlege, Paula zum Tanz zu bitten. Oh je. Es ist so schön, alle glücklich zu sehen. Gib dem Tal einen Schub positive Energie. Der Blumentanz hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Meine Frau Angelika hat mich immer gebeten, ihrem Partner zu sein, und ich wäre ein Narr gewesen, um Nein zu sagen. Mit ihrem Charme hat sie ihren gerechten Anteil an Blumenkränzen gewonnen. Hey, murmelt vor sich hin über eine mit Schokolade und so Erdbeere. Aber müssen wir wirklich bei Weiß bleiben? Sogar ein Ecru oder ein blasses Beige würde zu einer ausgewogenen Farbpalette führen. Oje, oje. Ui, Trini und Kay haben Spaß. Ich bin wirklich hübsch, nicht wahr, Florian? Schau, schau. Ich erinnere mich daran, mit meinem Vater getanzt zu haben, als ich jünger war. Naja. Das war damals und das und ist jetzt und nicht jetzt. Ich bin zwar keine Ballerina, aber ich denke, ich werde Olga stolz machen. Nun, ich werde zum Affen, Onkel. Ich will wirklich nur mit mir tanzen. Okay, lol. Ich bin ein bisschen schüchtern, vor allem zu tanzen. Jeder wird es tun, aber trotzdem bin ich wirklich nervös. Willst du jemanden fragen, ob er dein Partner sein möchte? Ja, wenn's geht schon. Hast du erfolgreich Klacksbeeren geerntet? Ich habe genug gepflückt, um ein süßes und würziges Gelee zu machen. Ich habe heute welche mitgebracht, damit alle es probieren können. Crazy. Philipp scheint abgelenkt zu sein. Ah, oh, entschuldige, ich kann einfach nicht herausfinden, ob das zum Tanz gehört oder ob ich herum... oder humpelt. Hey, Florian, das Festival bringt mich immer in gute Stimmung. Es ist schwer, sich schlecht zu fühlen, wenn alle so glücklich sind, weißt du? Bist du auch so ein Emo-Shiro oder was? Vor allem heißt das Shiro, ey, schlimm. Hey, Süßer, du siehst aus, als würdest du dich gut auf der Tanzfläche machen. Ich werde ein Auge auf dich haben. Oh Gott, oh Gott. Freddy, ich bin immer noch ein Teufel auf der Tanzfläche nach all den Jahren. Wir wurden von einigen der besten Tänzer der Welt das Walzer-Tanzen beigebracht, weißt du? Das hier ist zwar kein Ballsaal, aber es passt zu uns ganz gut. Dein Großvater mochte dieses Festival sehr gerne. Ich erinnere mich, er hatte seine eigene Art, ein Mädchen zum Tanzen aufzufordern. Der junge Herr Metzin scheint mit den Dorfkindern spielen zu wollen. Ich denke, er braucht nur einen kleinen Schubs. Der Name meiner Frau, Leilani, bedeutet himmlische Blume. In meinen Augen wird sie immer die Blumenkönigin sein. Ezechiel, Alter. Kein Mädchen hier ist schöner als Corinne. Wer ist Corinne? Nee. Okay. Ja, gehen wir mal da unten lang. Also, das sind fucking viele Leute, ey. Die Forschung, die wir über diesen Tanz haben, bedeutet darauf hin, dass er hunderte von Jahren zurückreicht. It's fun watching people dance together, but Levis is too old fashioned. I'd like to dance with a girl, you know. Okay. Blumenfassrezept. Habe ich das noch nicht gehabt? Was? Victoria! Ah, okay, schon wieder Englisch. Ja, in diesen Gewässern wimmelt es von großen Fischen. Schade, dass ich meine Route nicht mitgebracht. Ach, das ist Willi. Ach lol, der ist sich voll rausgeputzt. Hast du schon den Löwenzahnsalat gerührt? Ich habe ihn hier frisch zubereitet. Zusammenkünfte wie diese geben unserer Gemeinschaft ein Gefühl von Zugehörigkeit. Oder wie meine Frau sagt, das macht die Stadt lebendig. Hast du dich jemals gefragt, warum wir Blumen schön finden?
Nö. Ich mag es, einen Grund zu haben, rauszugehen und im Wald zu sein. Ist es nicht schön, eine Gemeinschaft zu haben, die sich die Zeit nimmt, zusammenzukommen? Ich habe spezielle Ohrringe, die ich nur einmal im Jahr zu diesem Anlass trage. Ist das der Duft von Blumen oder ist das das Parfüm von Caroline? Ich würde meinen Mann zum Tanzen auffordern, aber er kann es nicht wirklich. Oh, RIP. Das rote Genie, das im Wind weht, sieht aus, als ob er es tanzt. Ah ja, okay. Aideen, das ist die. Aber schon wieder Englisch. Die kleinen Blumenkränze, die die Leute hier manchmal tragen, sind so verdammt süß. Der Schlüssel zum Tanz ist Selbstvertrauen. Wenn man einige Zeit damit verbringt, über die Härte des Lebens nachzudenken, kann das die Dinge ins rechte Licht rücken. Plötzlich scheint es gar nicht mehr so schlimm zu sein, in einem schlechten sitzenden Anzug vor der ganzen Stadt zu tanzen. Oh lol. Es kann etwas nervenaufreibend sein, jemanden aufzufordern, mit einem zu tanzen. Ach, schon wieder Englisch. Ah ja, geh weg. Hier ist Sterling auch Englisch. Mia auch Englisch. Susan, oh, ich tanzen? Es fühlt sich seltsam an, all diese Leute im Wald herumflattern zu haben. Blumen, das sind eher Hummelmagnete, hä? Man kann sowieso nicht viel riechen. Als ich jünger war, habe ich diesen Ort oft besucht. Er hat sich im Laufe der Jahre kaum verändert. Oh Mann, ich würde diese Zusammenkunft mehr genießen, wenn ich nicht so allergisch wäre. Da muss ich mich einfach durchbeißen. Vince hat mich aufgefordert, mit ihm zu tanzen. Ist das nicht süß? Wenn es eine Blumenkönigin gibt, muss es auch eine Blumenkönig geben. Okay, wieder Englisch. Hihi, mach ich es richtig? Ich konnte keine sauberen Hemd finden, also muss dieses hier reichen. Ja, du schon wieder, ne? Dieses offene Feld ist perfekt. Weideland für das Vieh, meinst du nicht auch? Guten Tag, Florian. Das Wetter für die heutige Feierlichkeit konnte nicht perfekter sein. Sprich mit wem, wenn du bereit bist, das Menü zu beginnen. Mit mir. Ich bin nicht freiwillig hierher gekommen. Sie sollten die Senioren dieses Jahr tanzen lassen. Ich wette, sie würden es lieben. So weit weg von der Stadt fühle ich mich wirklich mit der Natur verbunden. Das Tanzen inmitten einer skurrilen Blumenkulisse ist eine belebende Erfahrung. Beatrice, kenne ich gar nicht. Wieder Englisch. Ach, alle sind zu zweit und ich bin mal wieder alleine. Oh je. Oh hey, dieses Jahr mache ich meiner Schwester den Titel der Blumenkönigin streitig. Ich habe an meiner Choreografie gearbeitet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh hi, ich bin etwas beschäftigt. Achso, okay, dann habe ich mit allen geredet, außer mit meiner Ehefrau, mit meiner zukünftigen. Oh, die sieht echt sweet aus. Hey du, möchtest du mit mir viel und lecker essen? Nein, sag nicht, kann ich mit dir tanzen. Ah, Schatz? Tanzen! Natürlich tanze ich mit dir. Jawoll! Ja, dann ist das erledigt. Dann tanzt der Polizist mit seiner wunderschönen Frau. Let's go. Das hat Spaß gemacht. Zeit nach Hause zu gehen. Yeah, wir haben mit Sophia getanzt. Schön. Und morgen ist auch schon Hochzeit, Alter. Crazy, ey. Das ist immer so der Before-Wedding-Day-Tanz. Nice. Schon wieder so ein Hühnergeräusch. 25. Frühling. Hochzeitstag. Yeah.
Als Flora zum ersten Mal in Pelikanstadt ankam, wusste niemand, ob er in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber von diesem Tag an wird Florian genauso ein Teil dieser Stadt sein wie jeder von uns. Es ist mir eine große Ehre, an diesem Tag, dem 25. Frühling, Florian und Sophia in den Bund der Ehe zu vereinen. Und dann lasst uns mal anfangen. Florian, Sophia, als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Nice, ich bin mit der Sophia verheiratet. Die Hochzeit war wundervoll, nicht wahr, Liebling? Wir dürfen den Hof nicht vernachlässigen. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Jawohl, mach ich. Stimmt, da oben sind ja jetzt Blumen. Das ist ja jetzt ihre Area. So, schön wieder Erdbeeren sammeln. Ah, ich glaube, das ist das letzte Mal Erdbeeren gewesen. Von hier draußen. Bei 4 Tage hält es nicht mehr. Es wird morgen regnen. Uiuiui. Naja, wenigstens zur Hochzeitszeit schön sonnig. Sunny. So, zack, her mit dem Hopfen. Aber heute gebe ich die Axt ab, ey. Kann nicht sein, ey. Wie, ey, der sagt wieder, nö, du, heute nicht. Gibt's Tode. So ist das Tor zu. Kommen die Tiere nicht raus. Ja, ich gehe erstmal rein und begrüße sie alle und dann mache ich das Tor auf. Ich bin heute gemein. Gemein bin ich. Ich das vielleicht aus Versehen zugemacht? Ohne es zu checken oder was? Warum ist es zu? Keine Ahnung. Sesam, öffne dich. So, dann. Alles weg. Ja, stimmt, wie sie. Die hat jetzt so einen Cosplay-Raum, glaube ich, bei uns, oder? Oh, Cutscene. Hey Florian, ich wollte dich fragen, was dir besonders gut gefällt. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich nicht wirklich weiß, was du magst. Und ich wollte dich fragen, weil ich möchte, dass du etwas Besonderes hast, wenn ich dir ein Geschenk für einen besonderen Anlass besorgen würde. Boah, Lieblings... Was? Oida. Bananensprössling. Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Banane. Oh, gute Frage, ne? Ich glaube, eine prismatische Schärpe braucht man eigentlich gar nicht mehr. Egal, kommen wir. Machen wir Dinosaurier-Ei. Ach, man kann lieben. Ach, man kann mehrere Sachen wählen. Oha. Eins davon. Okay, großartig. Ich werde mein Bestes geben, wenn es soweit ist, Süßes. Süßer. Süßes. Huch. Hallo. Am anderen Ende hören Sie eine Roboterstimme. Herzlichen Glückwunsch. Ein 10.000 Gold Joja Rabatt wartet auf Sie. Bitte senden Sie Ihre Kreditkartennummer an Gunnerstraße zu Stadt für Ihren Rabattklick. Ja, ganz bestimmt. Alter, die haben einfach eingebaut, dass man gescampt wird. Ey, was geht? Ja, krass. Jetzt können wir hier einfach immer Klamotten machen. Geil. Hat sich richtig gelohnt, ey, sie zu heiraten. Ich habe nur daran gedacht. Nein, Spaß. Nee, ist schon nice. Ist schon nice.
So, achso, verkauft habe ich schon. Dann wollen wir mal zu Clint Eastwood, aber ich gehe den schnellen Weg über die Lore. Stadt. Nein, nicht Mine. Nein. Oh, okay. Nice. Hier ist schon wieder eine Cutscene. A human, why do you enter my domain? Ah, but it's foolish to speak to them. They won't understand. I'm exploring the mines. You're here to steal my treasure, Sandwella. Be careful, she's filled with danger. Still, you've taken the time to learn my language, and that's more than most of your kind. I don't want to trust you, but I suppose I've got no choice. Another of your kind's been sniffing around, prodding at the rock. What do they look like? Well, all humans look the same, but they stink of paper and ink and wear metal rims upon their face. Humans have brought terror and pain to my people, and I fear that I'm the last. Please, I must remain hidden. I'm scared of what may happen if my existence becomes known. They seem truly terrified. I promise I speak of you to no one. Thank you, Sandwella. Please, if you wish, come and visit me. I have various to help in the mines. I shall help you as you're helping me. An illusion protects my cave from prying eyes, but you, I think, can see through the veil. Farewell. Strange, but you feel the weight of your promise upon you like a heavy cloak, and when you try and speak of this dwarf, you cannot. Lol. Hey, lol. Was geht denn jetzt ab? Schon wieder eine Katzin, Alter. Was ist das denn für ein Viech? Sam. Well, I think the old guy is finally gone. Woo. What am I? Wait, come back. What do you want, human? Don't you know it's dangerous down here? You should run away before I tear your limb from limb. Was? Who are you? Wer bist du? You're asking my name? I'm Sen and Joseph. And Florian. Don, is it nice to meet you, I suppose? I was just visiting with my family down in the mines. If you go deep down in there, you may see some of them. But I can't promise they'll be very friendly with you. Try not to hurt them if you can avoid it. Most of us are terrified of humans and will attack on I won't hurt a fly. I promise, buddy. Achso, ups, scheiße. Oh, fuck, das war's falsch. Ich dachte, da steht nur I promise, aber da steht no promise. Ich depp. Well, stay safe while exploring. Well, I need to get going now. I have a friend waiting for me in town. Perhaps we meet again at some point. Have a good day, Florian. Scheiße, Alter, ich hab's voll verkackt, Mann. Das ist zwar trotzdem super nett, aber ich wollte eigentlich nicht sagen, ja, du, ich kann sein, dass ich trotzdem kill. Oh Mann, ey. Wieso ist da eigentlich, wieso liegen da Äpfel und so Sachen rum? Na ja, gut, ich will da jetzt eh nicht hin, deswegen scheiße. Wollen in die Stadt? Scheißdreck, ey. Oh Mann. Ey, mach jetzt nicht diesen jetzt. Komm, geh ran da jetzt, geh rein. Ich hab hier die Uhr, die tickt. Er muss sich erst umsehen, Alter. Ja, ist ein Geschenk, jetzt geh rein arbeiten. Er wird nicht. Hä? Es ist gleich 9. Bewegt dein fetter Arsch. Geht doch. So, jawoll.
Jetzt muss ich auch noch auf ihn warten, ey. Zack. Jode aufbrechen. Zack. Boom. Boom. Oh. Lol. Kann man das nochmal lesen? Ist dann noch mehr wert oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal, vielleicht geht's ja nochmal. Okay, ich glaube, das hat nichts gebracht jetzt. Naja. Ich hab zwar schon alles, aber vielleicht gibt's noch. Habe ich was Neues? Lol. Was? Was auch immer das ist. Oh ey. Einfach was Neues gehabt. Dadum, dadum, dum, dum, dadum, dadum. So, jetzt aber zurück nach Hause. Wir müssen schlafen gehen. Es ist spät. Die Folge geht schon 6 Minuten zu lang. Ich behalte den Apfel mal. Kann ich zum Samen machen? Gute Nacht, Welt. Yeah, man. Geld, Geld, Geld. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Tschüssi.